Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Finance Coach zum Marktradar an diesem spannendsten Tag der Woche. Ja, es ist wirklich spannend heute, die Marktentwicklung, die sich hier zeigt. Während fast alle Indikatoren eigentlich nach unten zeigen, wundert man sich, dass die Aktienmärkte immer weiter steigen und in eine FOMO-Rallye übergehen. Heute wieder senkrecht nach oben gestartet zum US-Marktstart hin und man fragt sich, wer kauft denn da überhaupt noch und warum sind so viele Kleinanleger short, Mirko? Genau, mit dem Bollerwagen durch den Markt, das könnte zumindest in Deutschland auf Deutschland zutreffen. Aber lass uns nachher analysieren, wer denn da kauft, weil irgendeiner muss ja kaufen. Ne? Und so wie das aussieht, werden hier irgendwelche Marktteilnehmer gezwungen zu kaufen, weil wir können das schon sehen, wenn wir mal einen Short-Squeeze sehen. Und das war halt auf alle Fälle wieder ganz deutlich, ne? Dass hier Marktteilnehmer kaufen müssen. Klar, ich meine, die Arbeitsmarktzahlen, gehst du bestimmt nachher noch drauf ein, ne? Waren besser als erwartet. Aber trotzdem ist es schon die letzten zwei Tage, auch am gestrigen Tag, also das, was man immer sieht, Vorbörse und dann laufen wir nochmal zurück zum Vortagesschlusskurs. Das konnten wir gar nicht sehen, sondern es ging gleich Karacho nach oben. Und klar, derjenige, der halt short ist, hat ein Problem. Ja, dennoch eine Dollarstärke. Wir merken, der Dollar wertet wieder stark auf, der Euro entsprechend ab und auch Gold wird in dem Zuge mit nach unten gezogen. Also kein Bedarf mehr für Absicherung mit dem Krisenedelmetall, während die Aktienmärkte nach oben ziehen. Aber wir sehen auch an den hochverzinslichen Unternehmensanleihen, dass die am Fallen sind, weil die Zinserwartungen auch wieder gestiegen sind. Da werden wir auch gleich noch einen Blick drauf werfen. Ziemlich interessante Situation momentan auf jeden Fall. Genau, und vor allen Dingen wieder der spannendste Tag der Woche. Vielleicht fange ich gleich mal an. Ich teile dazu meinen Bildschirm, dass wir uns das Ganze wieder wie immer anschauen, weil das ist das Einzige, wo man sich jetzt hier wirklich gut orientieren kann. Und da gibt es schon einige Ungereimtheiten, aber gehen wir Stück für Stück drauf ein. Schauen wir erstmal auf unseren VIX. Was für diese Rallye spricht, ne? VIX unter 20. Und unter 20 kannst du kaufen, ne? Und das sehen wir teilweise auch an den Märkten. Der Verfall war. Jetzt kann sein, dass mal die nächste Zeit etwas volatiler am Markt wird. Aber wir sehen auch, dass die Kurve nicht mehr ganz so steil ist, sondern dass sie abflacht. Hängt aber damit zusammen, dass der Frontkontrakt noch 33 Tage hat. Insgesamt eine ordentliche Contango, gibt es nichts. VVIX auch wieder runtergekommen. Also hier die 100 haben wir nicht wahnsinnig stark überschritten. Heute ging es mal ein bisschen nach oben, aber hier sehen wir hier die 100, die wir damals schon hatten, wo ich gesagt habe, ändert sich schon dann ganz schön stark, ist wieder gefallen. Also alles im grünen Bereich, ne? Also von wegen gerade mit der Schuldenobergrenze in den USA, an der Volatilität kann man es zumindest noch nicht ablesen. Volatilität im Öl, die Volatilität ist auf alle Fälle hier wieder leicht gestiegen, zwar jetzt nicht phänomenal, aber klar, Volatilität im Öl steigt wieder, 36 ist noch ein hohes Niveau, ist kein Panikniveau, aber es ist trotzdem ein hohes Niveau. Schauen wir auf unsere Advanced Decline und da ist es ein bisschen, nach wie vor tricky. Ich glaube, hier gehe ich selber mal zu meinem Zeichentool und schauen wir uns das gemeinsam an, einmal hier an der Nice und da sehen wir halt wirklich der S&P, ich sag mal, was wollen wir nehmen? Also wir können auf der einen Seite das nehmen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns das mal an und sehen, dass es hier runterfällt, ne? Oder wir schauen uns ganz einfach das an, das fällt genauso nach unten, ne? Und der S&P hält sich, so halbwegs wacker, ne? Also da passt irgendwas nicht und es kann, also heißt jetzt nicht, dass die Märkte gleich einbrechen müssen. Ne? Das kann ewig oder nicht ewig, aber es kann schon noch ein paar Monate weitergehen. Aber es stimmt mich auf alle Fälle zur Vorsicht und ich passe da auf alle Fälle besonders auf. Schauen wir uns das ganze Bild im Nasdaq an. Und im Nasdaq sind es halt wirklich wieder die großen Aktien, die das Ganze nach oben ziehen. Aber hier war es halt wieder phänomenal, weil ganz einfach hier die Advanced Decline dem Nasdaq folgt. Und das ist selten und ich habe das bis jetzt zweimal gesehen das ist auf alle Fälle schon erschreckend. Ne? Also wir sehen auf alle Fälle hier in dem Bereich, ne, S&P hat schon wieder ein neues Hoch gemacht, Advanced Decline nein. Was sehen wir dann? Hier wird die Advanced Decline halt ordentlich nach oben gelupft und dasselbe Bild auch am gestrigen Tage, hier wurde die Advanced Decline auch nach oben gelupft, weil wir sind eigentlich gefallen, die Märkte sind gestiegen, ne? Und dann sagt man sich, irgendwas haut hier nicht hin. Ne?
klar, wenn wir es insgesamt sehen und sehen, schauen uns mal in längeren Bereich an, dann sehen wir auch, ne, dass wir zwar leicht fallen sind, hier leicht steigend, also nach dem Motto, finde den Fehler, etwas vorsichtig, weil die Advanced Client eigentlich die Sache ist, die uns, naja, in letzter Zeit immer geholfen hat, die Märkte besser zu verstehen. Dann schauen wir auch mal auf den breiten Markt, ne? Also man kann ja nicht nur einfach gucken, sondern wir gucken mal auf den gleichgewichteten Markt. Ich habe hier den XVG und da sehen wir auch, dass die Tendenz halt nach unten ist, ne? Und hier ist nichts von Erholung. Ganz im Gegenteil, der breite Markt fällt und das müssen wir halt zur Kenntnis nehmen, ne? Der breite Markt fällt, es sind wenige Aktien, die hier ordentlich Gas geben. Fear & Greed hätte ich eigentlich ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen tiefer erwartet, aber hier eine 64 jetzt schon. Ja, Schuldengrenze ist kein Thema, ne? Entweder wird es uns nur verkauft von den Medien, aber die Marktteilnehmer scheint das nicht sonderlich zu interessieren. Naja, warum auch? Wenn in den letzten Jahren das sowieso dann immer wieder reibungslos ging und die Schuldenobergrenze erhöht wird, warum soll ich mich dann noch daran aufhalten? Ist halt was Tolles für die Presse. Put-Call-Ratio ist wieder sehr unterirdisch. Also gestern habe ich gesehen, 0,88, 0,80, das war alles ein bisschen niedrig heute. Ja, schaut euch das an hier, 0,66, 0,71, also von Sorglosigkeit kann hier keine Rede sein, aber klar, hier spielen halt auch die 0DDE-Optionen mit rein und die können natürlich hier das Bild auf alle Fälle verfälschen. Auf alle Fälle sehr optimistisch unsere Marktteilnehmer und das ist das, was wir an den Märkten ganz einfach sehen, dass hier ganz einfach mehr Calls gehandelt werden als Puts, ob es die Absicherung sind von denjenigen, die short sind, gute Frage. Kann man schlecht beantworten. Ich denke, es sind Spekulanten und hier wird ganz einfach mit Calls gehandelt oder spekuliert. Ja, und naja, entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Das Q ist wieder ordentlich angestiegen, also zumindest heute müsste er wieder deutlich angestiegen sein, denn wenn die Märkte so steigen, dann muss das Q natürlich auch ansteigen. 137 ist noch relativ entspannt. Man sagt, erst bei 140 müssen wir warten, wie die Kerze morgen aussieht hier in dem Bereich. Ist jetzt noch nicht, also ich sag mal hier so bei 140, 150 haben wir so ein bisschen ein Level, wo man sagen, okay, hier fehlt halt ein bisschen Absicherung am Markt. Und heißt nicht, dass er fallen muss, aber wenn er fällt, kann es etwas wehtun. Sonst alle wichtigen Indizes nach wie vor schon relativ robust. Also da gibt es überhaupt nichts. Was ich mir die Tage mal angeschaut habe, ist den Transportindex. Der zeigt halt, naja, der zeigt nicht unbedingt nach oben. Ne? Also während die Märkte hier ordentlich steigen, geht der Transportindex immer weiter runter. Ne? Ein Transportvorläufer für die Industrie. Also wie läuft es da? Naja, da läuft es nicht so rosig. Ne? Also ist zumindest ein kleines Warnzeichen, dass hier zumindest auch, was nicht ganz stimmig ist. Wenn man auch mal so ein bisschen in den Markt schaut, dann hatten wir gestern schon einen ordentlichen Tag, wo ordentlich Volumen steigende Kurse gehandelt wurden, sowohl an der NICE auch an der NASDAQ. Klar, heute sieht das Bild schon etwas anders aus, ne? Trotz dass wir hier vormittags ordentlich nach oben marschiert sind, ist das Verhältnis hier zumindest an der NICE relativ ausgeglichen. Ne? Auch hier kann man sagen, ist ausgeglichen, also nicht unbedingt was Weltbewegendes. Aber es zeigt mir auf alle Fälle, hier gerade an der Nasdaq haben wir mehr neue Hochs als neue Tiefs. Das ist zumindest gut. An der NICE genau dasselbe. Wir werden sehen, wie das heute endet. Aber bei der Rallye hätte ich halt hier eine ganz andere Prozentzahl erwartet. Ne? Also ich hätte halt hier dann schon 70, 80% erwartet, während wir hier ungefähr im Mittel bei 50, 50 liegen. Sonst gibt es nichts Weltbewegendes. Ich würde den gestrigen Tag eigentlich als Akkumulationstag werten. Weil ganz einfach hier das Volumen gestiegen ist und die Kurse halt deutlich höher sind. Wir werden sehen, wo es heute noch hingeht, die Rutsche. Es bleibt nach wie vor spannend. Wir wissen nicht, ob der Markt dreht, wann er dreht. Wir wissen, dass es einige Achtungszeichen im Markt gibt. Wir wissen, dass einige Marktteilnehmer wahrscheinlich unter Druck kommen, weil wenn hier so rasant hochgekauft wird, ohne dass es jetzt irgendeine weltbewegende News gibt, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Und trotzdem, das System funktioniert und mehr kann man dazu nicht sagen. Pascal? Ja, falscher Fuß ist, glaube ich, schon das richtige Stichwort. Da können wir auch gleich weitermachen. Du hast mich schon wieder auf dem
falschen Fuß erwischt, weil ich nämlich jetzt gleich noch unseren Haftungsausschluss und Risikohinweis aufrufen muss, den ich wieder nicht parat habe. Aber da kommen wir gleich dazu. Habe ich ja zum Glück auf meinem linken Bildschirm. Ist er gleich geöffnet für euch. Mal gerade noch ins Vollbild bringen und dann können wir hier auch weitermachen an der Stelle. So, wie immer, Haftungsausschluss und Risikohinweis. Deshalb, wenn wir jetzt gleich über die potenziellen Trades sprechen, bitte nichts davon nachmachen. Jeder muss selbst wissen, welches Risiko das eigene Depot verträgt. Wir raten definitiv davon ab, irgendwas davon nachzuhandeln. Ja, bevor wir zu den Trades kommen, gehen wir erstmal kurz, du hast schon angedeutet, durch die Märkte bzw. durch das, was an den Märkten passiert mit den Wirtschaftsnachrichten. Ich fange mal hier an mit unserem Kalender von heute. Und du hast die Arbeitslosenzahlen vorhin angesprochen. Da gucken wir nochmal drauf. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind ja eine wöchentliche Zahl, die veröffentlicht wird, aber die waren heute auch wieder über 10.000 Erstanträge geringer, als erwartet worden ist. Und auch der 4-Wochen-Durchschnitt ist leicht unter den Erwartungen gewesen, also relativ gut. Ebenso der Philly-Fed-Herstellungsindex war zwar negativ, aber deutlich besser als erwartet. Verkäufe bestehender Häuser waren im Rahmen der Erwartungen. Also soweit eigentlich ganz gute News. Deshalb kann man eigentlich auch verstehen, warum die Märkte heute gestiegen sind, warum sie so schnell und stark angestiegen sind. Werden wir uns gleich nochmal im Detail anschauen müssen. Aber zuerst mal noch zu den anderen News von dieser Woche. Denn da gab es natürlich noch weitere, die auch interessant sind. Insbesondere, wenn wir uns die Einzelhandelsumsätze anschauen von dieser Woche, da sehen wir, dass die deutlich unter Erwartungen waren. Hier waren die Monatszahlen für den April nur halb so hoch wie erwartet. 0,4% Wachstum gegenüber 0,8%. Die jährlichen Zahlen sogar nur auf 1,6% gegenüber 4,2% erwartet. Zeigt also schon eine Kaufzurückhaltung im Einzelhandel und die Konsumenten halten ihr Geld zusammen. Das kann natürlich durchaus noch schwierig werden für die Wirtschaft. Also muss man da wachsam sein. Auf der einen Seite hin also keine wirkliche Sorge von dem Arbeitsmarkt bzw. vom Immobilienmarkt, aber andererseits durchaus Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und das kann natürlich auch auf die Wirtschaft insgesamt dann durchdrücken. Nächste Woche wird es interessant. Wir haben ja heute Vatertag und nächste Woche wird unser Papa Paul wieder ein bisschen was aus dem Nähkästchen geben, wenn wir das FOMC-Sitzungsprotokoll bekommen werden am Mittwoch. Da sehen wir also, was auch die anderen außerhalb von Jerome Powell eben zu Wort gegeben haben in der Sitzung. Natürlich nicht wortwörtlich, aber zumindest ungefähr sehen wir, ob sie einer Meinung sind oder ob sie auch anderer Meinung sind und ob die Zinsen vielleicht auf diesem hohen Level bleiben werden oder vielleicht wieder sinken sollen. Das sehen wir auch morgen, denn da wird Jerome Powell eine Rede halten. Und zwar hier um 17 Uhr unserer Zeit spricht Jerome Powell. Da vielleicht gibt es auch nochmal einen kleinen Ausblick, könnte auch nochmal zum Wochenausklang die Märkte etwas bewegen. Ja, gucken wir auf den Ausblick. Was erwartet denn der Markt? In knapp 27 Tagen haben wir ja schon wieder die nächste Zinssitzung. Und da sehen wir derzeit eine extreme Bewegung Richtung höhere Zinserwartungen. Ganz erstaunlich. Man sagte immer, naja, jetzt sind wir am Zins hoch. Ja, Pustekuchen. Das war noch 90%, 95% Erwartung vor ein, zwei Wochen. Und jetzt sehen wir 36% Erwartung hin zu 5,5%. Also weitere 25 Basispunkte nach oben, erstaunlicherweise. Während wir vor einer Woche, sehen wir hier ganz klar, noch 90% Erwartung hatten, auf diesem Level zu bleiben, sind es jetzt nur noch knapp etwas weniger als zwei Drittel. Sehr interessant auch die Wahrscheinlichkeiten für die nächsten Zinssitzungen. Es wird erwartet, dass wir auf diesem hohen Level bleiben bis in den September rein und erst im November dann die erste Zinssenkung sehen auf zurück 5%. Also auch das sehr interessant. Bin wirklich gespannt, wie das hier weitergeht. Aber das Ende des Jahres wird auf jeden Fall nicht so tief erwartet, wie wir es vor ein paar Monaten noch gedacht hatten. Nämlich 4,75% wird als Zinslevel für Ende des Jahres gesehen. Also Jerome Powell war mit seiner Aussage, dass wir die Zinsen länger oben sehen werden. Vielleicht doch nicht so verkehrt, zumindest vertraut ihm der Markt jetzt etwas mehr hin in diese Richtung. So viel zum Vatertag. Schauen wir mal auf die Kinder, nämlich die Kleinspekulanten. Und die Kinder sind ordentlich am Zocken derzeit. Wenn wir das mal sehen, die Positionierung der Kleinspekulanten ist auf einem 30-Jahres-Hoch. Schaut euch das mal an, was hier an Short-Positionen aufgebaut worden ist. Es ist wirklich der helle Wahnsinn. Und deshalb wundert es irgendwie auch nicht, wenn die Kleinspekulanten natürlich mal wieder falsch liegen müssen. Im Endeffekt liegen sie ja vielleicht doch richtig, wenn tatsächlich die Rezession kommt. Die Anzeichen werden wir uns gleich nochmal mehr im Detail anschauen. Aber es zeigt einfach, dass die sehr häufig erstmal falsch liegen und von den großen Marktteilnehmern aus dem Markt gedrängt werden. Und deshalb sehen wir so häufig Short Squeezes, bevor es dann in diese Richtung tatsächlich weitergeht. Und das ist das, was wir heute auch schon zum Teil gesehen haben.
Der Markt wurde extrem gerade bei den Technologiewerten nach oben gedrängt, wieder auf neue Hochs hier vom Jahr. 13.855 Punkte war das heutige Tageshoch. Schaut euch mal diese grünen Kerzen an in den letzten Tagen. Wahnsinn, wie allein der Technologieindex davongezogen ist. Gerade der müsste eigentlich durch die höheren Zinsen noch mehr unter Druck kommen, weil viele Technologiefirmen eben ja, Probleme haben hier mit den höheren Zinsen und nicht profitabel sind, wobei die großen Werte natürlich nicht davon betroffen sind. Die haben natürlich keine finanziellen Sorgen in der Hinsicht und gerade die tragen eben die Indizes und ziehen die Märkte hier nach oben. Also eine Apple, eine Google, eine Nvidia und andere große Titel, die hier eben sehr stark vertreten sind im Nasdaq, der doch sehr konzentriert ist unter den großen Werten. Wohingegen zum Beispiel ein Index wie der S&P 500, wenn wir uns den ES-Future anschauen, nicht so stark davon profitiert hat. Er ist zwar die letzten zwei Tage auch gut nach oben gekommen, ist aber nicht über die alten Hochs hier vom 1. Mai ausgebrochen, ist heute an der 4.200-Punkte-Marke gescheitert, also auch relativ schöne charttechnische Marke, wo wir nicht drüber gekommen sind heute. Bin ich gespannt, was morgen zum Wochenausklang hier passieren wird. Ja, dann der breite Markt, wenn wir uns zum Beispiel den Russell 2000 anschauen. Ich gucke gerade mal, ob ich den Chart überhaupt noch offen habe hier. Nein, habe ich nicht. Dann machen wir den einfach nochmal auf. Hier einmal den IWM. Könnt ihr euch auch immer anschauen. Da seht ihr den Russell 2000 und könnt dann hier mal den breiten Markt nochmal anschauen. Mir kurz schon am XVG gezeigt. Hier sehen wir es auch nochmal. Die 2000 Werte enthaltene Index ist auch hier eher in einer Seitwärtsphase gefangen. Also sieht nicht so sehr danach aus, dass hier ultra die Stärke drin wäre momentan. Und das hat ja Mirko vorhin am XVG auch schon gezeigt gehabt. Interessanterweise, ich habe vorhin von Indikatoren gesprochen, die eher nach unten zeigen. Das sind zum Beispiel die Stärke des US-Dollar. Wenn wir uns das mal anschauen, allein heute hat der US-Dollar gegenüber dem Euro wieder 0,7% aufgewertet, beziehungsweise der Euro gegenüber dem Dollar verloren. Und das war die letzten Tage auch so. Schaut euch mal die letzten zwei Wochen an. Da ist es sehr signifikant, wie stark der Dollar aufgewertet hat. Das ist schon extrem für so großes Währungspaar. 3% in gerade mal knapp 2-3 Wochen ist schon nicht wenig, auch wenn wir auf den Wochenchart gehen, sehen wir das nochmal deutlich. Die letzten zwei Wochen ragen hier eindeutig heraus. Klar, es war mal wieder eine Korrektur fällig. Wir sind an der 1,11er Marke hier abgeprallt. Wir hatten hier eine schöne Doji zwei Wochen zuvor. Mal sehen, wie weit uns diese Korrektur hier führt. Aber es sah jetzt erstmal nicht danach aus, als würden wir bei der 50% Haltemarke hier wirklich Halt machen. Wirklich direkt in einem Rutsch durch verkauft. Und das zeigt schon ein bisschen, wie die Angst hier sitzt bei den Marktteilnehmern, die ihr Cash zurück in den Dollar sichern, in den sicheren Hafen ziehen. Gerade bei den hohen Zinsen lohnt sich das natürlich auch, einfach mal abzuwarten, Cash zu halten und das auf dem Tagesgeld oder mit Staatsanleihen gut verzinst zu halten. Wobei Staatsanleihen auch interessant sind momentan, wenn man eben betrachtet mit der Anhebung der Schuldenobergrenze. Da gibt es momentan für zweimonatige Anleihen auch bis zu 5,3%. Also auch nicht schlecht für so einen kurzen Zeitraum so eine hohe Verzinsung zu erhalten. Denn im Endeffekt wissen wir alle, die USA werden sehr wahrscheinlich nicht pleite gehen und die Schuldenobergrenze muss ein 100 und wie viel das mal angehoben werden. Aber natürlich kann es sein, dass wir kurzfristig einen Shutdown erleben, wie es auch schon 2011 der Fall war, weil die Parteien eben ihre Muskeln spielen lassen wollen. Das kann natürlich auch ein bisschen auf die Stimmung drücken. Noch glaubt aber jeder an eine Einigung und wenn die Einigung kommt, kann es auch nochmal ein kurzes Freudenfeuerwerk geben. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich nachhaltig sein wird, sondern eher, dass es sogar schnell wieder abverkauft wird als Strohfeuerwerk. Lassen wir uns überraschen, was von der Seite passiert. Die Schwankungserwartung jedenfalls relativ niedrig. Wir sind nahe der Tiefstände aktuell bei 16,4 im VIX. Also keine wirkliche Sorge da, man kann fast schon von Sorglosigkeit sprechen, wobei wir immer noch sagen müssen, historisch betrachtet ist ein VIX von 16,5 eigentlich noch hoch, denn ich kann mich erinnern, dass wir vor Corona, also vor der Pandemie, eher auf Level um die 13 waren. Insofern ist eine 16,4, 16,5 derzeit zwar eher normal oder niedrig erscheinend, aber eigentlich ist es noch über dem langfristigen Durchschnitt, wenn wir uns das über mehrere Jahre eben anschauen. Lassen wir uns überraschen, ob wir nochmal nach unten kommen können auf die Tiefstände vom Jahr 2021. Da waren wir hier bei einer 14. Ist ja noch ein bisschen Luft, aber wir sehen auch, wie schnell, wenn die Angst aufkommt, wir wieder nach oben gehen können. Und das kann natürlich ruckzuck gehen, wenn es eben wieder erwartend doch keine Einigung bei der Schuldenobergrenze geben sollte. Interessant auch hier die Eindeckungen der Shorts bei Erdgas heute. Da haben wir eine Wahnsinnsbewegung gehabt. 10% heute auf 2,618 Dollar.
Also wirklich der Ausbruch über die letzten Hochs, extreme Käufe hier, sah natürlich auch schon relativ gut aus die letzten Tage mit höheren Hochs und höheren Tiefpunkten, weg von der 2-Dollar-Marke. Mal sehen, ob das Ganze hier nachhaltig ist. Sieht erstmal danach aus, als würden wir hier kurz halten. Aber definitiv auf jeden Fall bullischer, als es die letzten Wochen noch aussah, wo wir nur seitwärts gelaufen sind und öfters die 2-Dollar-Marke angetestet haben. Mal sehen, wie nachhaltig diese Bewegung hier im Erdgas ist. Bei Rohöl sehen wir es auch schon. Ich muss mal gerade den Chart noch rüberbringen auf den zweiten Bildschirm. Dass wir hier momentan Mühe haben, herauszukommen. Also wir sehen, die Marktteilnehmer erwarten nicht unbedingt eine wirtschaftliche weitere Ausdehnung. Denn wenn wir den Rohölpreis sehen, dann sehen wir, dass der auch eher auf einem absteigenden Ast ist. Wir hatten hier zuletzt natürlich noch einen starken Abverkauf zu Beginn Mai. Davon konnten wir uns ein wenig erholen. Aber es sieht nicht wirklich nach Ausbruch aus. Also entgegen der Aktienmärkte läuft Öl hier eher seitwärts weg momentan. Bin gespannt, ob wir den Ausbruch über die 74 schaffen, aber ich denke eher an eine Ölschwäche demnächst, gerade wenn man die Wirtschaftszahlen aus China angeschaut hat, die doch etwas auf Schwäche hindeuten und damit auch eine geringere Nachfrage von Erdöl. Gold hatte ich vorhin schon angesprochen, da sehen wir die ausgeprägte Schwäche aufgrund der Dollarstärke. Gold hängt ja sehr stark mit dem Dollar auch zusammen. Wenn der Dollar wertvoll ist und teuer ist, dann bedeutet das natürlich in einer ausländischen Devise einen höheren Preis für Gold. Das heißt, wenn wir natürlich auf den Goldpreis in Euro schauen, sieht er natürlich gut aus, dann ist der Einbruch nicht so stark, wie wir ihn hier sehen. Aber es bedeutet natürlich auch weniger Nachfrage nach Gold, wenn es in Dollar bezahlt werden muss. Und deshalb hier auch ein rückläufiger Goldpreis, bedingt durch die Dollarstärke. Es gab weniger Krisensorgen durch die Banken. Wenn wir uns den Bankenindex anschauen, der kleinen und mittelständischen Banken, KRE, ist hier der ETF dafür. Da sehen wir, dass der sich auch wieder stark erholt hat von seinen Tiefständen hier vor einer Woche noch. Und dementsprechend hier auch keine Sorgen, die sich eben am Goldpreis ablesen lassen. Aber wenn wir in eine Rezession rutschen, denke ich, dass der Goldpreis sogar noch tiefer abrutschen könnte. Auch wenn es kurzfristig natürlich immer mal wieder positive Tendenzen für Gold geben kann. Wodurch wird die Rallye momentan getragen? Ja, das sind vor allem die großen Technologieaktien. Schauen wir uns mal eine Google an. Was hat die in den letzten zwei Wochen gemacht? Das ist natürlich wahnsinnig. 17% Aufwind für eine Google, seit die eben ihre KI Bard angekündigt haben, kennt die Aktie nur eine Richtung und die heißt nach oben. Das gleiche gilt für die zweite Reihe, also die Schaufelverkäufer, wenn wir so wollen. Wenn wir mal eine Nvidia anschauen, die die ganzen Chips herstellt, dafür schaut euch mal hier die letzten zwei Wochen an, was hier passiert ist. Das ist natürlich Wahnsinn. 13,5% ging es aufwärts, jetzt über die 300-Dollar-Marke hinaus. Schauen wir mal auf den Wochenchart, da sehen wir es auch nochmal deutlicher. Hier ausgebrochen über das letzte Hoch vom 28. März und das wirklich eindeutig heute mit einer Bewegung von 4,7%. Sicherlich sind da natürlich auch viele nochmal auf den Longzug hier heute aufgesprungen, weil das charttechnisch natürlich sehr sauber nach einem Aufwärtstrend aussieht. Also momentan erstmal kein Abverkauf, auch kein Abprall an diesem letzten Hoch. Bin wirklich gespannt, wie diese Woche endet, denn das ist eine sehr, sehr grüne Wochenkerze, die sich hier bei Nvidia derzeit zeigt. Ja, wann, was bleibt übrig noch? Die anderen Technologieaktien vielleicht. Haben wir ja noch eine interessante, die mal Schwäche zeigt. Und das wäre zum Beispiel eine PayPal. Schaut euch das mal an, was hier passiert ist in den letzten zwei Wochen. Das sieht genau gespiegelt aus zu einer Nvidia oder einer Google. Denn die zeigt einfach nur nach unten. Extreme Schwäche, während der Markt Stärke zeigt. Das ist interessant, das zu sehen, wenn man sich fragt, ja, wie kann denn das sein, dass hier die PayPal so abverkauft wird? Naja, das liegt zum einen daran, dass eben die Kaufzurückhaltung der Konsumenten da ist, die natürlich auch weniger kaufen und dadurch weniger Umsätze auch mit PayPal machen. Dadurch verdient PayPal weniger. Und zum anderen die höheren Zinsen, die natürlich auch mehr Ausfälle jetzt bedeuten. Also eine höhere Zinslast, weil PayPal selbst ist keine Bank. Das heißt, die müssen die Zinsen auch bezahlen. Insbesondere für ihr Buy Now, Pay Later Programm, das sie ja forciert hatten die letzten Jahre und Monate. Die Leute haben also auf Pump gekauft, konnten sofort kaufen, mussten es später erst begleichen. PayPal hat dadurch zwar Umsätze gemacht und Gebühren verdient, aber sie müssen jetzt natürlich auch die Gelder wieder eintreiben, die zum Teil eben ausfallen, weil die Leute eben doch nicht die hohen Zinsen bezahlen können. Und das ist natürlich auch PayPals Problem, insbesondere weil sie das häufig auch zu Nullzinsen oder sehr geringen Zinsen rausgegeben haben, das Geld, und jetzt selbst die hohen Zinsen bezahlen müssen. Das schmeckt den Anlegern nicht so sehr und wir sehen, dass die Aktie wirklich auf ein Tief verkauft wird, auch wenn wir mal auf eine höhere Zeitebene gehen. Gucken wir mal auf den Monatschart, da wird es auch nochmal deutlich, was
PayPal hier für einen wahnsinnigen Abstieg seit den Hochs hingelegt hat, während der Pandemie gehypt und seitdem 80% Wertverlust. Wirklich wahnsinnig, was hier passiert ist. Unter die letzten Tiefs hier nochmal runtergegangen aus dem letzten Jahr. Also wirklich extreme Schwäche hier für PayPal. Ich sehe nicht, warum man die Aktie momentan anfassen sollte. Charttechnisch sieht es wirklich nicht gut aus. Es ist auch nicht ultra günstig, wenn ich es vergleiche mit Wettbewerbern. Und deshalb würde ich da erstmal abwarten, eine Bodenbildung, auch wenn die Volatilität momentan historisch gesehen für PayPal nicht besonders hoch ist, würde ich momentan trotzdem keine Optionen hier kaufen, sondern erst einmal abwarten und dann vielleicht tatsächlich mit ein paar günstigen Calls agieren. Kann man sich ja natürlich auch langfristige Leap Calls erwerben. Die dürften derzeit auch nicht allzu teuer sein, aber ich würde tatsächlich noch warten, denn wir können durchaus nochmal 10, 15 Dollar tiefer gehen, bevor wir hier tatsächlich einen Boden finden. Zumindest rein charttechnisch sehen wir hier auf dem Monatschart, ist erstmal keine Haltemarke auszumachen, bis wir wieder auf den alten Hochs hier aus dem Jahr 2016 sind. Und das ist dann eher in Richtung 40, 45 Dollar Marke. Also da wäre definitiv noch Luft nach unten. Ich wäre eher vorsichtig. Auch hier wieder viele Kleinanleger, die momentan das vermeintliche Schnäppchen machen bei PayPal. Aber wie so oft liegen die erst einmal falsch, bevor sie dann doch richtig liegen können. Aber wer weiß, ob sie so lange die Nerven behalten. Deshalb lieber erst was abwarten, nicht zu früh auf dieses fallende Messer greifen. Und deshalb ja Füße stillhalten derzeit, Mirko. Und einfach mal ein bisschen, ein bisschen stillhalten auf andere Art und Weise. Also hier erstmal Füße stillhalten, erstmal beobachten, was passiert und dann vielleicht die Trendwende mitnehmen. Entweder nach unten in den Aktienmärkten, das kann man natürlich auch derzeit noch günstig machen mit dem Erwerb von Long Puts oder Bear Put Spreads zum Beispiel, um das Ganze ein bisschen günstiger hinzubekommen. Oder aber man schaut einfach, wann es hier das ein oder andere Schnäppchen wieder gibt an den Aktienmärkten, um dann aufzuspringen. Definitiv nicht verfallen sollte man in eine FOMO-Rallye, wie sie derzeit läuft. Denn natürlich sind auch viele immer noch unterinvestiert im Aktienmarkt und warten auf die richtige Gelegenheit, um hier nachzukaufen. Aber deshalb sollte man nicht einer vermeintlichen Aktienrallye hinterherrennen, so wie es derzeit eben den Anschein hat hier. Vielleicht, Pascal, lass mich noch schnell mal ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Ich möchte noch kurz auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Wir werden es dann bestimmt im Finance Coach Masters noch ein bisschen auswerten. Aber was ich gerade interessant finde, ist auf alle Fälle hier der Kakao. Ne? Also Kakao ist, hat ein super Short-Signal. Also da warten wir jetzt nur noch, dass hier unser Zeichen kommt, dass wir sagen können, okay, Kakao Short von der Positionierung der Marktteilnehmer passt einfach hervorragend. Selbes oder ähnliches Beispiel, bloß andersrum in Baumwolle. Auch da liegen wir relativ long. Also auch da kann man damit rechnen, dass die Preise zu grauen Baumwolle wieder steigen könnten. Auch hier ordentlich Signal abwarten. Also eins hatten wir hier, müssen wir gucken, ob wir vielleicht nochmal einen Wiedereinstieg finden. Was ist noch ganz interessant? Auch Weizen und Mais sind nach wie vor interessant, weil wenn wir uns die halt also auch wenn wir uns hier die Positionierung der Marktteilnehmer ansehen, dann ist das wirklich sehr interessant. Es geht jetzt die Pflanzsaison wieder los. Ne? Also auch hier ist es eher ein Long als ein Short. Auch bei diesen Levels hier kann da trotzdem noch einiges passieren und wir können echt nach oben wegdriften. Ne? Und das ist interessant. Schauen wir uns gleich nochmal Weizen an. Weizen, gleiches Spiel. Ne? Schaut euch diese Long-Positionierung an. Der Commercials, die eigentlich nicht long sein können, aber das hängt mit den Produzenten, also mit den Verarbeitern zusammen. Deshalb sieht die Kurve so aus. Also auch da kann man sagen, okay, das sind wieder Einstiegssignale. Wenn ich halt auf den Aktienmärkten nicht zurechtkomme, dann kann ich niedrige Volatilität nutzen, um Long-Optionen zu verkaufen oder hohe Volatilität, um Short-Optionen zu verkaufen und kann dann trotzdem meinen Profit machen. Denkt immer dran, haltet eure Positionsgröße trotzdem klein. Ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist bei dem Weizendeal oder bei dem Ukraine. Aber ich glaube, Türkei hat da schon was vorweggenommen. Hast du was mitgekriegt, Pascal? Ja, also es gab jetzt natürlich die Einigung auch offiziell. Erstmal hat es Erdogan vorweggenommen, aber die Ukraine und Russland haben es dann am Ende auch bestätigt, dass tatsächlich dieser Deal um 2 Monate verlängert wird. Deshalb ist der Weizenpreis so stark nach unten gegangen die letzten 2 Tage. Genau. Trotzdem erwarten das die Marktteilnehmer nicht. Also wenn ich sehe, wie die hier hedgen, ne, dann ist es auf alle Fälle, ihr müsst auch immer dran denken, ne, gerade die Large Traders, die sind hier extrem short und auch hier kann es zu einem Short Squeeze kommen. Ne. Auch das, wenn es gerade an den Märkten rappelt, ne, dann wundert man sich,
warum auch dann der Weizen anspringt, gerade in die entgegengesetzte Richtung, weil ich glaube, das ist das, was derzeit ein bisschen gespielt wird. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und das sind aber auf alle Fälle gute Long-Chancen hier in dem Bereich. Und da kann man auch mal reingucken. Also schaut euch ruhig mal ab und zu mal die Positionierung der Marktteilnehmer an. Wenn ihr mehr erfahren wollt, kommt einfach ins Finance Coach Masters. Da werden wir das nochmal ein bisschen auswerten. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, euch schon mal einen schönen Abend. Allen anderen gerne reinschauen im Finance Coach Masters. Ihr findet den Link dafür hier unten unterm Livestream bzw. unter der Aufzeichnung. Wer möchte, gerne auch 2 Monate kostenfrei über die Anmeldung von unserem Brokerpartner FX Flat. Ansonsten gilt wie immer, gerade in diesen Zeiten, haltet die Ohren besonders steif und natürlich nicht vergessen, Abo dalassen für den Kanal. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann werdet ihr immer direkt informiert, wenn wir am spannendsten Tag der Woche wieder live gehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Viel Spaß noch, tschüssi.